Hallo meine lieben Freunde zum ersten Channel-Check auf unserem Kanal. Getreu dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst, ist heute der Kanal Alex Insane an der Reihe. Der Kanal wird vom 17 Jahre alten Schüler Alex betrieben. Dieser bietet euch themenbezogene sowie Freestyle-Commentaries. Er spielt auf der Xbox 360 und nimmt mit einer HD-PVR auf. Aber werfen wir mal einen Blick auf seinen Kanal. Er hat zurzeit 4 Abos und 166 Views und ist seit dem 3.1.2013 auf YouTube vertreten. Seitdem hat er 6 Videos hochgeladen. Kommen wir zu seiner Kanalbeschreibung. Doch auch, ich bin der Alex und bin 17 Jahre alt. Ich mache YouTube aus Spaß und hoffe, dass euch meine Videos gefallen. Wenn ihr was wissen wollt, fragt mich einfach. Um euer armes Hirn nicht mit Infos zu überfluten, werfen wir mal einen Blick auf eines seiner Videos. Ja, einen wunderschönen guten Abend, YouTube. Mein Name ist Alex Insane. Ja, diesmal betone ich das oder betone ich es auf einem Und diesmal ist ein Gameplay im Hintergrund von Modern Warfare 3. Ja, ein Spiel, was ich wesentlich besser finde als Black Ops 2. Und ich spiele mit der FAD Schallgedämpft. Was ich jetzt hier so sehe, ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas drauf habe, ich denke aber mal eher nicht. Also schallgedämpfte FAD, Sekundärwaffe habe ich den Stinger dabei. Als Perks habe ich Plünderer, Attentäter und Totenstille, was ich aber auch leider nur erraten kann, weil das Gameplay nicht von Anfang an ging, weil das durch eine Host Migration getrennt war. Oder, nee, es war keine Host Migration, ich bin später reingekommen. Genau, ich bin nachgejoint. Nicht irgendwem nachgejoint, um den zu ärgern. Ich bin einfach nur abgesucht und bin dann in das angefangene Spiel da reingekommen. So. Ja. Als Extras habe ich dabei die Semtex, die und das tragbare Radar. Meine Killstreaks oder eher Punkte, Streaks, wie sie fast schon waren damals. Sagen wir einfach, es waren. Doch, wir sahen Punktstreaks, ja. Sind die Predator, die Reaper und die AC-130. Ja, und dieses Gameplay ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man sein Haus vor Angreifern verteidigen kann. Ich werde einfach das... Na, nicht das gesamte Gameplay. Also sagen wir einfach so, ich werde... überwiegend... und überdacht sein. Das heißt, ich werde überwiegend in Gebäuden sein. Und die meiste Zeit in diesem Haus hier. Und ja, werde dann da meine Killstreaks aufarbeiten oder erspielen. Und ja, ich kann so viel sagen, dass ich nachher, glaube ich, 2 AC-130 und ein paar Predators und einen Reaper habe. Und das Gameplay endet dann mit einem 37:0. Ja, 37:0, ich wurde darauf hingewiesen, dass zu 0 Gameplays nicht immer sehr attraktiv sein können. Hier habe ich übrigens den ersten Reaper schon, nach 2 Minuten 24. Dass zu null Gameplays nicht immer attraktiv sein können, weil sie doch, auch wie man hier sieht, und dafür schäme ich mich jetzt eigentlich nicht, weil, keine Ahnung, es hat mir irgendwie Spaß gemacht, das so zu erspielen, weil sie doch eigentlich gut erschimmelt sind. Man bewegt sich nicht wirklich viel, weil das Risiko, einen Tod zu kassieren, ist dann doch ziemlich hoch. Und man hängt dann halt, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, viel im Scope rum, aber es ist trotzdem keine leichte Aufgabe, denn man muss immer... Man ist natürlich nicht vor gegnerischen Killstreaks geschützt. Ich habe keinen blinden Überwacher mitgehabt. Ich hatte keinen Specialist, der mir den nachher gebracht hat. Ich hätte jederzeit durch einen Stealth-Bomber geholt werden können, auch in dem Haus, was ja in MW3 möglich war, durch den Stealth-Bomber in Häusern auch geholt zu werden. Oder, keine Ahnung, wenn eine Cobra oder eine Predator gekommen wäre, hätte ich auch ganz schön alt ausgesehen. Da habe ich auch jedes Mal beinahe einen Herzinfarkt gekriegt, aber ich glaube, so viele Killstreaks von Gegnern kommen gar nicht, die mich bedrohen könnten. Nachdem ihr mal einen Blick in sein Video werfen durftet, begrüße ich euch ganz herzlich zurück. Was als erstes auffällt, ist seine Mikrofonqualität. Die ist nahezu miserabel, eignet sich allerdings bei niedrigen Abozahlen ganz gut. Sobald man jedoch den Gedanken ergreift, mehr Leute zu unterhalten und dies rein von den Abozahlen auch schafft, kann man sich mit so einem Mikrofon nicht sehen lassen. Meine Empfehlung, das T-Bone SC440 USB. Dieses Mikro ist genial im Preis-Leistungs-Verhältnis und für Einsteiger und Fortgeschrittene super geeignet.
An seinem Kommentierstil ist nichts zu bemängeln, den würde ich an seiner Stelle beibehalten. Was er allerdings noch beachten sollte, ist sich mehr ans Thema zu halten. Bei diesem Video redet er 4 Minuten und 30 Sekunden nur übers Gameplay. Im Vergleich, das ganze Video dauert mit Intro nur 7 Minuten. Kommen wir schließlich zu seinem Gesamtbild. Auffällig ist, dass er mit 4 Abos ein relativ gutes Intro und bereits ein Avatar besitzt, was bedauerlicherweise nicht mehr der Standard ist. Sein Kanalhintergrund wirkt da nicht ganz so fortgeschritten, denn dieser ist relativ einfach erstellt und wirkt billig und passt nicht mal vom Format richtig ins Bild. Kommen wir also abschließend zum Fazit. Mir bleibt nur noch zu sagen, besucht seinen Channel, lasst ein Abo da. Ich bin raus, tschüss.